möchte aus der langen Reihe unserer Märtyrer lediglich zwei Namen nennen. Robert Danneberg und Käthe Leichter. Was wäre es für Gewinn für die ganze Partei gewesen, wenn diese Persönlichkeiten nicht von den Nazis ermordet worden wären und wenn sie zumindest noch einige Jahre mit uns gearbeitet und mit uns gedacht hätten. Das ist also das Erste, was ich sagen möchte, und es ist mir ein inneres Bedürfnis, immer wieder an die Opfer des Faschismus, die die Befreiung nicht erlebt haben, zu erinnern. Wenn mich einer fragt, wie kann man das Vermächtnis der Menschen, die vor 50 Jahren ihr Leben geopfert haben für die Freiheit, wie kann man dieses Vermächtnis heute erfüllen, so lautet meine Antwort, indem man jeder faschistischen Regung mit aller Schärfe und Energie entgegentritt, wobei wir ja heute einen kolossalen Vorteil haben, verglichen mit der Zwischenkriegszeit. Wir haben eine eindeutig antifaschistische Verfassung und wir haben einen Staatsvertrag, der im Artikel 9 Österreich verpflichtet, auf seinem Boden faschistische Umtriebe nicht zuzulassen. Als viele aus den Konzentrationslagern zurückkamen, unter ihnen unsere Genossin Rosa Jochmann, da haben wir gemeint, jetzt wissen die Menschen, was Faschismus bedeutet. Und heute, 40 Jahre später, erleben wir es, dass vor den Schulen neonazistische Publikationen verbreitet werden, vor allem die berüchtigte Zeitschrift Halt, wo den Schülern gesagt wird, die KZler waren alle Verbrecher, es hat niemals in den Konzentrationslagern Vergasungen gegeben, der Staatsvertrag ist ein Schanddokument. Das sind nur einige Beispiele, dass so etwas 40 Jahre nach der Befreiung möglich ist, das ist eine unauslöschliche Schande für Österreich. Und es war nach seinem Tod für zwei Personen eindeutig klar, dass sie etwas machen müssen, und sie haben dieses Symposium ins Leben gerufen. Das war Bürgermeister Michael Rodweg und unser Landtagspräsident Ernst Woller, damals in der Funktion als Bildungssekretär und als Vorsitzender der Wiener SPÖ Bildung. Und es war eine dritte Persönlichkeit, die maßgeblich daran beteiligt war, dass es dieses Symposium gibt. Das war Ernst Nedved. Und alle drei Persönlichkeiten haben über die Jahre hinweg Themen diskutiert, die brandaktuell waren und die genau in diesem Gedankengut von Josef Hindels gestanden sind. Das war diese antifaschistische Arbeit, das war dieser Glaube, dass man all das, was einmal passiert ist, in diesen furchtbaren Jahren zwischen 1938 und 1945, dass sich solche Dinge nicht mehr wiederholen dürfen und dass, wenn jetzt so etwas aufkommt, man auch dementsprechend es aufzeigt und es mit allen Mitteln bekämpft. Ich persönlich war bei meinem ersten Josef Hindels-Symposium 2003. Ich habe als Bildungssekretär einige Hindels-Symposien auch mitorganisieren dürfen seit dieser Zeit, nämlich gemeinsam auch mit Ernst Nedved.
das waren stundenlange Diskussionen, die man da mit ihm hatte, ob es auch wirklich der richtige Referent, das richtige Thema und ob es wirklich der Kern ist, den man da diskutieren will und natürlich mit dem Bildungsvorsitzenden Ernst Wohler. Ich persönlich freue mich auf die heutige Veranstaltung. Wir haben ein sehr prominentes Podium, spannende Gäste. Nach dem Film, den wir jetzt euch zeigen, wird Magdalena Schneider die Moderation übernehmen. Und der jetzige Film, auf den freue ich mich sehr, ist nämlich eine Botschaft unseres Bürgermeisters Michael Ludwig. Film ab. Liebe Genossinnen und Genossen, am 10. Februar 1990 ist Professor Josef Hindels verstorben. Er ist Namensgeber dieses Symposiums. Und dieser Tod hat uns sehr hart in der sozialdemokratischen Bewegung getroffen. Der damalige Wiener Bildungsvorsitzende Ernst Nettwed hat Ernst Wohler und mich beauftragt, darüber nachzudenken, was man tun kann, um das Gedenken an Josef Hindels aufrechtzuerhalten. Ernst Nettwed war nicht nur erfolgreicher Gemeinderat und Nationalrat, er war auch ein Schüler und enger Weggefährte von Josef Hindels. Ernst Wohler und ich, wir haben uns einiges überlegt. Wir haben im Bildungszentrum eine Josef Hindels Bibliothek eingerichtet mit vielen seiner Broschüren und auch Bücher, zum Teil auch aus seinem Bestand, um Bildungsfunktionärinnen, Bildungsfunktionäre und auch Mitglieder der Landesparteischule mit den Ideen und Schriften von Josef Hindels vertraut zu machen. Dieser 10. Februar 1990 war für uns deshalb so bedeutsam, weil wir gerade auch vorbereitet haben das Gedenken zum 12. Februar 1934. Ein Datum, mit dem sich Josef Hindels sehr intensiv auseinandergesetzt hat. Er, der Jahrgang 1916 war, war schon in seiner Jugend engagierter Antifaschist und ist schon ganz massiv gegen den Austrofaschismus angetreten. Ein Regime, das im März 1933 das Parlament und damit die Demokratie in Österreich ausgeschaltet hat. Er wurde verhaftet und hat dann nach seiner Enthaftung die Emigration angetreten. Zuerst in die Tschechoslowakei, später nach Norwegen und ist dann mit Hilfe der Widerstandsbewegung nach Schweden gekommen. Er hat sich dort der Sozialistischen Jugend angeschlossen, eine Organisation, der sein Leben lang treu geblieben ist. Als er zurückgekommen ist am Ende des Zweiten Weltkrieges und am Beginn der Zweiten Republik und er ist mit dem Decknamen Karl Popper in Österreich eingereist, war sein erster Gedanke, dass man gegen faschistische Regime vor allem mit Parteiarbeit, mit gewerkschaftlicher Tätigkeit, vor allem aber auch mit Bildungsarbeit auftreten muss. Und er hat seine Tätigkeit begonnen im Österreichischen Gewerkschaftsbund. Ganz besonders in der Gewerkschaft der Privatangestellten, wo er über viele Jahre auch Zentralsekretär war und maßgebliche Publikationen des Gewerkschaftsbundes verfasst hat, unter anderem auch im ÖGB-Verlag. Sein Herz hat vor allem der Bildungs- und Jugendarbeit gegolten und er war ein unermüdlicher Referent in den verschiedensten Einrichtungen der sozialdemokratischen Bewegung, ganz besonders bei der ISJE, in der Bildungsorganisation, in der Gewerkschaftsbewegung. Und er hat seine antifaschistische Arbeit fortgesetzt im Bund sozialdemokratischer Freiheitskämpfer. Er war dort stellvertretender Vorsitzender in enger Kooperation mit der damaligen Vorsitzenden Rosa Jochmann, ein kongeniales Duo. Rosa Jochmann, die eine herzenswarme Frau war, viele junge Menschen mitgenommen hat in der antifaschistischen Arbeit durch ihren Zugang, vor allem zur Jugend. Josef Hindels, der vielleicht fast so ein bisschen ein Gegenteil war, im emotionalen Umgang eher sehr kühl, ein sehr rationaler, klarer Denker und ein hervorragender Rhetoriker. Er hat manchmal so einprägsam gesprochen, dass die Zuhörer gar nicht mehr gewusst haben, was er gesprochen hat, weil seine rhetorische Brillanz so großartig war. Man hat ihm gerne zugehört. Aber nur jene, auch in der Partei, die ein offenes Herz gehabt haben für seine Anliegen. Er hat eine Zeit lang sehr darunter gelitten, dass Teile auch innerhalb der SPÖ ihn mit seinen Anliegen, vor allem im Kampf gegen Neofaschismus, nicht so ernst genommen haben. Er hat dann rund um die Diskussion um die Präsidentschaftskandidatur von Kurt Waldheim besondere Aufmerksamkeit erfahren, auch in den Medien. Das hat er sehr genützt, um
nicht nur darauf hinzuweisen, was das NS-Regime angerichtet hat und faschistische Bewegungen, sondern auch zu mahnen, niemals zu vergessen und sich zu beschäftigen mit neofaschistischen Bewegungen und Kräften. Leider sehen wir, wenn wir manche Demonstrationen auch heute verfolgen, dass er mit seinen Warnungen recht behalten hat, dass man auch heute noch sehr vorsichtig sein muss und niemals vergessen sollte, wie sehr sich faschistische Bewegungen entwickeln. Eine Gefahr, die uns heute begleitet. Und erst vor wenigen Tagen ist ein Neonazi verurteilt worden, der einen Politiker in Deutschland erschossen hat. Das erste Attentat auf einen Politiker in Deutschland, das von einem Rechtsextremen durchgeführt worden ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Das heißt, die Gefahr besteht. Wir müssen achtsam sein. Josef Hindels hat in vielen Veranstaltungen, auch im Bildungszentrum, gerade im Bildungszentrum, darauf hingewiesen und durch viele Publikationen. Viele dieser Publikationen sind heute leider vergriffen, aber im Rahmen der SPÖ auch erhältlich. Er hat sich mit der Ideengeschichte der Sozialdemokratie beschäftigt, mit Marxismus und Gegenwart. Er hat sich mit wichtigen Daten der österreichischen Geschichte beschäftigt, die insbesondere auch für die Arbeiterbewegung und die Sozialdemokratie von größter Relevanz waren. Zum Beispiel mit dem 12. Februar 1934, mit dem 4. März 1933, als Parlament und Demokratie ausgeschaltet worden ist, mit dem Justizpalastbrand am 15. Juli 1927. Und viele seiner Publikationen waren Persönlichkeiten der Sozialdemokratie gewidmet, wie Josef Gerl, ein ganz junger Sozialist, der von den Austrofaschisten hingerichtet worden ist. Robert Danneberg, einer der Schöpfer und Gründer des Roten Wien der Ersten Republik, der in vielen Funktionen gewirkt hat und die Grundstruktur des Roten Wien entwickelt und entworfen hat, der von den Nazis im KZ ermordet worden ist. Oder auch mit dem Linzer Programm, dass er ganz bewusst als ein Vermächtnis von Otto Bauer bezeichnet hat. Es lohnt sich, seine Broschüren nachzulesen. Zu seinem 70. Geburtstag 1986 ist unter dem Titel Gegen den Strom ein Sammelband erschienen. In diesem Sammelband schreibt das Who is Who der österreichischen Sozialdemokratie, welche Bezüge die einzelnen Schreibenden zu Josef Hindels gehabt haben und zu dieser Zeit auch weiter gehabt haben werden. Das waren die Größen wie Alfred Gusenbauer, Michael Häupl, Erwin Lanz, Alfred Dallinger, Manfred Matzger, Peter Bellinger, Christian und Josef Tschapp, Maria Berger, also viele, die in den verschiedensten Funktionen ganz eng mit Josef Hindels zusammengearbeitet haben. Er hat über Generationen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geprägt. Und warum machen wir jetzt dieses Josef-Hindels-Symposium? Und wir machen es seit 1993, weil wir dieser Person ein Vermächtnis schaffen wollten. Weil wir aber auch alle die Themen, die ihm wichtig waren, auch in der Diskussion innerhalb und auch außerhalb der Sozialdemokratie aufrechterhalten wollen. Das ist das Thema Antifaschismus, das ist das Thema internationale Solidarität. Es ist auch die Frage, wie sich die Sozialdemokratie in Zukunft weiterentwickelt. Von daher freue ich mich sehr, dass wir Corona-bedingt anders als sonst zusammenkommen. Mit räumlicher Distanz, aber nicht mit sozialer Distanz. Wir wollen in der SPÖ trotz den Einschränkungen der Corona-Krise unsere Tradition aufrechterhalten, auch jene Möglichkeiten der Kommunikation, die wir gewohnt sind, die wir auch schätzen gelernt haben. Und von daher freue ich mich, dass die Tradition des Josef Hindels Symposiums auch in diesem krisengebeutelten Jahr weitergeht. Ich danke euch, dass ihr diese Möglichkeit nutzt und ich bin überzeugt, dass es spannende Referate geben wird mit jenen Menschen, die Josef Hindels gekannt haben, aber auch mit Menschen, die sich mit den Inhalten auseinandersetzen und diese auch weiter fortführen wollen. In diesem Sinne wünsche ich euch ein spannendes Josef-Hindels-Symposium. Alles Gute, ein herzliches Glück auf, ein herzliches Freundschaft. Josef Hindels Arbeiten, sein Tun, sein Denken hat Generationen geprägt.
Seine Bücher, Schriften und Ideologien wirken bis heute nach. Heute sind wir zum Hindl-Symposium zusammengekommen und ich freue mich sehr, ein hochkarätiges Podium begrüßen zu dürfen. Zu meiner Rechten Peter Belinka, Medienpirator, Journalist, Autor und Herausgeber, Mitherausgeber der erwähnten Broschüre Gegen den Strom, Festschrift zum 70. Geburtstag von Josef Hindls, gemeinsam mit Ernst Nettwett und Michael Häupl. Herzlich willkommen auch Marina Hanke, Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete, Vorsitzende der Wiener SPÖ Frauen. Sehr schön, dass du da bist. Herzliches Willkommen auch mal an Manfred Matzka, langjähriger Präsidialchef des Bundeskanzleramtes, hat zahlreiche juristische Publikationen verfasst, viele Aufsätze und in politikwissenschaftlichen Fachzeitschriften und Sammelbänden. Und schön, dass du auch da bist, Ernst Woller, unser erster Präsident des Wiener Landtags, Vorsitzender Wiener SPÖ Bildung. Wir werden heute gemeinsam darüber nachdenken, was ist heute noch links. 1970 hat Josef Hindls sozialistische Strategien im Spätkapitalismus erarbeitet. Und es stellt sich die Frage, was ist heute noch links, was ist 2021 noch links und was ist von dem geblieben, was er wirklich arbeitet und vorgedacht hat. Ich möchte gleich in die erste Fragerunde gehen und mit dir beginnen, Ernst. Was sind deine persönlichen Erinnerungen an Josef? Nun, meine ersten Erinnerungen waren in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Ich habe damals in der Sozialistischen Jugend Wien gearbeitet, zuerst als Bildungssekretär und dann seit 1976 als Wiener Vorsitzender der Sozialistischen Jugend. Und in diesen 10 Jahren habe ich wahnsinnig viel mit Josef Hindls zu tun gehabt. Zum einen als Referent, er war immer wieder Referent bei uns in der Sozialistischen Jugend. Zum anderen über seine Publikationen, über seine Schriften, über seine Broschüren und über die Lehrbriefe in der Sozialistischen Jugend. Und wir, damals gerade ich als Bildungssekretär, haben alle seine Schriften mehrmals gelesen. Wir haben sie quasi als das die Basis angesehen für unsere politische Arbeit. Und Hindls ist mir in diesen Jahren sozusagen immer ganz nahe gewesen. Als ich dann 1976 Obmann der Sozialistischen Jugend in Wien geworden bin und damit auch in den Wiener Bildungsausschuss der SPÖ kooptiert wurde, war dort auch Josef Hindls. Neben Ernst Nettwett beispielsweise. Und im Jahr 1976 ist nach fast 30 Jahren Karl Czernetz als Verantwortlicher für die Bildungsorganisation der Partei abgetreten. Und es gab eine Wiener Bildungskonferenz im Jahr 1976. Und da gab es, völlig sensationell damals, 2 Kandidaten. Es gab einen erklärten Kandidaten der Linken in der Partei und es gab einen erklärten Kandidaten der Rechten in der Partei. Der Ernst Nettwett war der Kandidat der Linken, war vor allem unterstützt von Josef Hindls, und der Kandidat der Rechten, so kann man das auch durchaus damals sagen, war der Kandidat des Heinz Nittel. Er war damals gewaltiger Landesparteisekretär und er hat favorisiert den Otto Steininger, der auch für sich ein wirklich netter Mensch und Kollege und Genosse war, aber er war halt im neu gegründeten Renner-Institut so für Organisationsentwicklung, Gruppendynamik, Rhetorik und Kommunikation zuständig. Alles wichtige Themen, aber natürlich für die Bildungsarbeit ist das sozusagen ein Instrument und nicht der Hauptinhalt. Und damals hat mich 1976 Josef Hindls persönlich angerufen, was mich auch echt überrascht hat, und hat gesagt, lieber Genosse Woller, wir haben jetzt die Wiener Bildungskonferenz und da geht es um eine ganz wichtige Entscheidung und ich möge doch unbedingt zu dieser Bildungskonferenz kommen, weil wir brauchen jede Stimme. Und das, was man sich heute kaum vorstellen kann, dass es das 1976 gegeben hat, nämlich 2 Kandidaten, ein Kandidatenhearing und eine geheime Abstimmung. Und das Ergebnis ist dann ausgegangen, 51 zu 50 für den Ernst Nettwett. Und das war natürlich eine Richtungsentscheidung, weil die Bildungsorganisation der Partei hätte sich ganz anders entwickelt, wenn mit dem Otto Steininger die Bildungsorganisation so wie ein Anhängsel vom Renner-Institut geworden wäre, einer politischen Akademie und nicht die eigenständige politische Bildungsorganisation der Wiener Partei. Und das war natürlich eine ganz wichtige Entscheidung, und einige Jahre später, als Ernst Nettwitz dann die Bildungsorganisation wirklich neu aufgebaut hat, ist der Bildungssekretär der Wiener SPÖ in Pension gegangen, und dann wurde ich wieder gefragt, und ich wurde 1979 gefragt, ob er nicht Wiener Bildungssekretär war. Und was mir Ernst Nettwett einmal erzählt hat, ist,
dass es ein Vorschlag von Josef Hindels angeblich war. Also ich war natürlich nicht dabei, aber ich glaube es beiden, dass die dann gesagt haben, dann nehmen wir den Ernst Woller, der soll Bildungssekretär werden. Und das habe ich dann 14 Jahre lang sein dürfen, von 79 bis 93. Und in der Zeit habe ich unzählige Veranstaltungen mit Josef Hindels erlebt, insbesondere als Referent natürlich in der Wiener Parteischule. Ich hatte dann die Freude, sehr viele seiner Publikationen auch herausgeben zu dürfen. Ich habe nur einen ganz kleinen Teil dieser Hindels-Literatur aus dieser Zeit aus meiner Bibliothek mitgenommen und habe mich gefreut über vieles, was wir in diesen 10 Jahren gemacht haben. Und das Besondere an Josef Hindels war natürlich, dass er ein gewaltiger Redner war. Also er hat einem absolut in den Bann gezogen, wortgewaltig, charismatisch, ein bisschen ohne Widerrede. Also er hat es gestanden, er hat gesprochen und das war's dann. Und wenn er dann seine Redemanuskripte abgegeben hat, dann war die Arbeit, um daraus eine Broschüre zu machen, wirklich relativ leicht, weil man konnte das mit Punkt und Beistrich so publizieren und da hat man keinen Lektor oder Lektorin gebraucht, weil das war alles druckreif, was er gesprochen hat und geschrieben hat. Und so haben wir dann sehr, sehr viele Broschüren herausgegeben über die Themen, die ihm wichtig waren. Und es ist für mich noch immer sozusagen die prägendste Persönlichkeit, die ich als Bildungssekretär und als Funktionär der SPÖ habe, dass ich Josef Hindels so lange, so gut und so nahe kennenlernen konnte. Und ich habe tatsächlich, so wie viele, viele, eigentlich mindestens 2 Generationen in der Partei, die einfach sagen, zu Recht, Josef Hindels war unser Lehrer und wir sind Hindels Schüler. Danke, Ernst. Manfred, darf ich dann dich gleich fragen, anschließend daran, siehst du das auch so? War er euer Lehrer und ihr die Schüler? In einer gewissen Weise ja. Und die Frage, was hat fasziniert oder wie war die Begegnung mit ihm? Bis jetzt wieder ein bisschen nachreflektiert. Das Faszinierende war seine Klarheit, seine geradezu sture, an ganz klaren Wegmarken orientierte Überzeugung, die er rhetorisch brillant zum Ausdruck bringen konnte. Ich habe noch so im Ohr, Hindels tritt auf, immer mit demselben Satz, ich überbringe euch die Größe der sozialistischen Freiheitskämpfer. Und Hindels verwendet in Argumentationen immer wieder die Floskel im linken Sinne. Und da war klar, wohin das gehört, wohin das führt, was, wenn man so will, richtig oder falsch ist. Ich meine, erstaunlich, wie in den Jahren, 70er Jahre, ein durchaus autoritär agierender alter Mann, die anti-autoritär überzeugten jungen Menschen in seinen Bann ziehen kann, führen kann, ihnen Orientierungen geben kann, in einer Weise, die Widerspruch schon zulässt, aber nicht gern. Ganz wenig. Nicht gern. Das muss man einmal erlebt haben, wie das so läuft. Und ich sage das aber deswegen nicht, um da anekdotisches, historisches zum Besten zu geben, sondern weil ich glaube, dass diese Klarheit des Denkens und der Sprache, die Festigkeit von Überzeugungen, die brillante, erkennbare Linie des Denkens und Agierens, die zu einem ganz fest definierten Ziel führt, dass das wesentliche Elemente der politischen Arbeit, des politischen Diskurses, der politischen Agitation, des politischen Lebens sein müssen. Das ist etwas, das ist verloren gegangen, gemeinsam mit der Rhetorik, die ja eine austromarxistische Rhetorik war. Hindels war der Letzte, der so gesprochen hat, wie man in der Ersten Republik gesprochen hat. Das ist verloren gegangen. Das ist teilweise schade. Ich glaube, es braucht auch heute ein bisschen mehr davon, von dieser Reduzierung aufs Wesentliche und von dieser geradlinigen Argumentation. Das ist gerade für die Linke wesentlich, weil sie sich auch in der aktuellen Situation vielleicht daran erinnern soll, dass Vereinfachung, Wiederholung, zielgerichtete, eindimensionale Argumentationen
eines der Geheimnisse der Wiederauferstehung oder der Auferstehung rechter populistischer Tendenzen in Europa sind. Man muss dem etwas entgegensetzen, und dem etwas entgegenzusetzen heißt, in derselben Klarheit, mit derselben Überzeugungstiefe und mit derselben Überzeugung davon, dass es richtig ist, was man sagt, dass man sich für nichts genieren muss, dass, wenn man links ist, soll man sagen, dass man links ist. Wenn es unten und oben gibt auf der Welt, soll man sagen, es gibt unten und oben auf der Welt. Das konnte er glaubwürdig vermitteln, und das war, glaube ich, die Faszination, und das ist das, was uns so in den Bann gezogen hat. So anti-autoritär wir waren, so aufmüpfig wir waren, dann sind wir dort gesessen und haben das irgendwie aufgesogen, und am Ende haben wir uns vielleicht manche Details nicht gemerkt von seinen Statements, aber die große Linie schon. Und die große Linie war, wir wissen, wo es links lang geht, und den Weg gehen wir, weil er der richtige ist. Danke dir, so eine beeindruckende Persönlichkeit. Peter, ich würde jetzt auch gleich zu dir kommen. Was kannst du uns noch erzählen? Was sind deine persönlichen Erinnerungen? Also erstens einmal teile ich natürlich alles das, was gekommen ist, über die rhetorische Brillanz, die klare inhaltliche Linie, die Hindels vertreten hat und die uns Junge in den Bann gezogen hat damals. Wobei ich auch glaube, ein bisschen hängt es auch damit zusammen, dass wir zwar auch in der eigenen Partei ein bisschen antiautoritär waren, und Hindels war natürlich ein Kontrapunkt zu einem anderen Generationsgefährten namens Bruno Kreisky. Ja, und wir haben ja auch zu Kreisky eine gewisse ambivalente Position gehabt. Einerseits bewundern die Erfolge, andererseits auch immer wieder leidet unter gewissen ganz kräftigen autoritären Aspekten, die er hatte. Ne? Ich kann mich erinnern an diese berühmte Geschichte, wo er immer dann gesagt hat, Jusos reden wie KPÖ. Ja? Also er hat immer von vornherein es geschafft, allfälligen Widerspruch in ein bestimmtes Eck zu drängen. Und da war der Hindels natürlich ein automatischer Bündnispartner, weil Hindels auch diese Linie gehabt hat, uns ja vorgegeben hat, auch einerseits äußerst loyal zu sein, er war viel loyaler als wir zur SPÖ, aber auch, er konnte auch offene Feldschlachten liefern, etwa an Parteitagen mit zahllosen Auftritten. Und das ist ja immer lustig, die Reaktion der Parteiführung aus meiner Sicht gewesen. Den haben sie zwar reden lassen, aber sie haben ihm zugehört. Ja? Also andere Oppositionelle wie irgendwelche Orman Jusos, die sind irgendwie, mit einer Ausnahme, auf die komme ich dann noch im Zusammenhang mit dem Hindels, sind gerade angehört, vielleicht sogar ein bisschen verlacht worden. Aber dem Hindels haben alle zugehört, auch die, die unwillig den Kopf geschüttelt haben. Ja? So, das ist einmal das Bewundernswerte, und ich habe das extra jetzt mitgenommen, weil ich habe gesehen, ihr habt es nicht da in der Bibliothek, oder nur ein Exemplar, also das ist jetzt mein Nummer eins. 1980 habe ich mit Hindels den Roten Anstoß herausgegeben, also 6 Jahre vor der anderen Festschrift, und das war auch sein erster Versuch, die aufmüpfigen Elemente, die schreibfähig, die denk- und unschreibfähig, was nicht immer gleich ist, denk- und schreibfähig bei den Jugendorganisationen waren, zu sammeln und zusammen mit Hindels durchzubesprechen, was sind die Fragen, die man kritisch am Ende der Kreisky-Ära, das war ja schon fast das Ende 1980, stellen kann. Und da kann ich mich erinnern, hat mich auch seine persönliche Bescheidenheit, ich habe damals in der Wohnung öfter Gespräche mit ihm gehabt, im 19. Bezirk, und er hat wirklich fast mönchisch bescheiden, spartanisch gelebt. Also das war eine recht schöne Wohnung, aber alles andere als eine große eingefahrene, wie vielleicht andere, die damals Parteifunktionäre oder eine Villa gar. Das war ganz der Kontrapunkt. In einer mönchischen, spartanischen Sicht, die ich heute ein bisschen ambivalenter sehe. Ja, so wie ich auch das, was jetzt da beschworen wurde, das stimmt zwar, ich sehe es aber heute ambivalenter. Ja? Diese starre Haltung, das war eine sture Haltung auch. Die war bewundernswert in ihrer Klarheit, aber sie war auch stur. Und sie ist dann letztlich auch, hat sie oft in eine, das hat mir gewirkt wie jemand, der gesagt hat, ich bin der letzte Aufrechte, und wer nicht mit mir ist, der ist quasi vom Weg abgefallen.
Ich habe zum Beispiel 6 Jahre später dann mit dem Paul Blau, der war ja ein alter Weggefährte aus der SE von ihm, also der einer meiner Vorläufer als AZ-Chefredakteur. Paul Blau, der dann später, also der zweite Ehemann von der Freda Meissner Blau und damit einer der Gründungsväter, indirekt zumindest der Grünen, den rot-grünen Anstoß rausgegeben. Und da habe ich schon ein bisschen ein schlechtes Gewissen gehabt. Das war teilweise eine bewusste, auch strategisch überlegte Bündnisstellung in Richtung Rot-Grün. Und ich kann mich erinnern, ich habe auf der Straße den Josef Hinels, der ist dann immer vom Eiles raufgewandert, Josef-Städter-Straße, habe ich einmal getroffen und habe ihm dann gesagt, habe ihm irgendwie das gesagt, ich werde da jetzt einen rot-grünen Anstoß mit dem Paul Blau zusammen herausgeben, wo wir versuchen, neue Fragestellungen, etwa ökologische, für die er nicht gerade die Sensibilität hatte, dass die SPÖ sich öffnen muss, auch zu neuen Bewegungen. Ja? Friedensbewegung ist noch gegangen, weil das hat er ja in der SE auch gepredigt, lange Jahre und Jahrzehnte. Aber Frauenbewegung schon gar nicht, aber auch Ökologiebewegung war nicht gerade seins, logischerweise. Ja? Und er hat mir nur angeschaut, hat etwas unwillig, bitte mal ein, in meiner Reflexion den Stock geklopft am Boden und gesagt, nein, ich bleibe Roder. Ja, also wie wenn, das war von vornherein klar, Rot-Grün, was immer das geheißen hat, und das war ja damals erst die nicht gemeintes Parteibündnis, sondern als Öffnung, hat ja der Kurt Steirer zum Beispiel das maßgeblich initiiert, dieses rot-grüne Projekt. Also das war durchaus auch in der SPÖ angesehen in bestimmten Teilen, aber das hat ihm nicht geschmeckt. Ja. Ich bleibe Roder, in seinem Sinn. Das ist bewundernswert auch gewesen, aber auch hat zu einer gewissen dogmatischen Verengung geführt, und zu einer Starre und Sturheit, wo ich glaube, das ist heute, wäre das, wenn man nur auf das rekurriert, nicht gut für die SPÖ. Ja. Dankeschön. Eine letzte Erinnerung noch. Ich war ja damals im VSSDÖ und wir haben ja versucht, die anderen Jugendorganisationen, wir haben ein gewisses paternalistisches Verhältnis zu den anderen Jugendorganisationen gehabt am Anfang, SJ, IEG, und wir haben dieses Was ist heute links von Hinels als gedruckt abgezogen und als VSSDÖ-Edition hat es damals geheißen, rausgegeben. Und wir haben dann geschafft, also so einen Kreis, von wo alle führenden Jugendorganisationen, also führenden Funktionäre dieser drei im Wesentlichen Jugendorganisationen, sich einmal in der Woche, einmal im Monat getroffen haben, glaube ich. Also der sogenannte Hinels-Kreis hat das geheißen, hat vor allem dann in der Neustiftsgasse, in der SJ oft getagt. Und da war zu bemerken, wie langsam diese totale Fixierung auf ihn, die sich schon in dem Namen des Kreises ausgedrückt hat, ein bisschen bröckelt. Das hat natürlich auch opportunistische Gründe gehabt. Ich kann mich erinnern, ein gewisser Josef Chab, der damals auch die Kunst des Rhetorischen groß und hervorgestrichen und auch gekonnt hat. 1983 der berühmte Parteitag mit den 3 Fragen an Theodor Kehre und die Auswirkungen, die das hatte. Und da haben wir vorher eine Vorbesprechung gehabt und Chab, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe ihn da eher unterstützt, taktisch, hat nicht gesagt, vorher in dem Kreis der Linksvorbereiter, dass er diese 3 Fragen stellen wird. Und hat einen Teil dieses Kreises zumindest überrascht und Hinels sehr verärgert. Weil Hinels war in der alten, okay, Disziplin, das hätte man vorbesprechen müssen und dann hätte der Kreis mehrheitlich das tun müssen, was die Mehrheitsmeinung ist, also der zentralische, demokratische Zentralismus und das war nicht. Und da war er eine Zeit lang sehr, sehr böse, ja? Primär einmal am Job, aus heutiger Sicht würde ich sagen, großteils berechtigt, ja? Aber auf alle, die ihm nicht das mitgeteilt haben, in der Frage hat er recht gehabt. Weil das war wirklich schon der beginnende Opportunismus, würde ich mal sagen, oder dass man nur mehr egoistisch auf sich selbst schaut. Ja. Gut, danke für diese Ergänzung auch noch. Ja, Marina, du hast Josef Hinels nicht persönlich gekannt, aber jetzt auch so wie ich gelauscht in Erinnerungen, das ein oder andere Mal gelächelt habe ich auch gesehen, als ob die Dinge bekannt vorkämen. Du warst als Vorsitzender der SJ öfters schon mal Gast beim Josef Hinels Symposium. Und mich würde jetzt besonders interessieren, wie siehst du die Arbeiten von Josef Hinels relevant auch für die sozialistische Jugend?
Also so zurückblickend auch, wenn alle zurückblicken, mache ich das auch, auf die Josef-Hindel-Symposien, wo ich anwesend sein konnte, waren die für mich in meiner Erinnerung immer sehr geprägt, auch von den Wochen und Tagen davor und danach, weil es ja immer mit Jahresbeginn stattgefunden hat und das eine Zeit war, auch für uns als SE, die sehr fordernd war, gerade in den Jahren auch meiner Vorsitzzeit, weil da der antifaschistische Protest in der Jetztzeit einfach sehr groß und auch sehr präsent war. Das war quasi immer rund um den Holocaust-Gedenktag, dann auch noch das Gedenken rund um den 12. Februar. Es war aber auch immer die Zeit, wo wir gegen den Akademikerball auf der Straße waren und wo es ganz viel spannende Demosituationen gab und ich gefühlt dann immer von diesen Demos irgendwie am nächsten oder übernächsten Tag dann beim Josef-Hindel-Symposium angekommen bin. Das war für mich immer sehr spannend und war mir auch immer wichtig, diese Brücke dann zu schlagen von der Auseinandersetzung mit Geschichte, mit Faschismus in der Vergangenheit zu was braucht es jetzt, wenn wir sagen, wir sind Antifaschistinnen und wenn wir sagen, wir schließen an, auch an dem, was Josef Hindel gesagt, geschrieben hat, aber auch was viele andere Vorkämpferinnen da auch eingefordert haben, was es braucht. Also das ist so mein Bezugspunkt zu den Symposien. Ich weiß auch noch viele Diskussionen dann hier nach der Veranstaltung mit Rudi Gelbert vor allem, auch über die Frage, wie verhält sich die sozialistische Jugend oder die Jugendorganisationen generell gerade zur Partei. Deswegen, ich musste da jetzt ein bisschen grinsen bei manchen Erinnerungen, wo ich sicher anschließen konnte. Was heißt Josef Hindels auch für die sozialistische Jugend? Ich habe in meinen alten Sachen gekramt und habe eine Broschüre gefunden von vielen, die wir auch damals gelesen haben. Das ist eine Broschüre über Faschismus. Ich weiß aber auch noch, dass es eine Broschüre über Warum sind wir Sozialisten, die dann von der SJ neu aufgelegt wurde als Warum sind wir Sozialistinnen, auch ein Grundlagenwerk war, wo wir uns viel damit beschäftigt haben, da Ernst hat sie mit. In der Grundlagenlektüre, aber auch viel in der Diskussion natürlich mit Fragen, was fehlt. Nämlich, ich finde, es drückt sich ganz gut aus in der Frage auch der Umbenennung der Broschüre, nämlich warum sind wir Sozialisten oder warum sind wir SozialistInnen, was natürlich gleich die weitere feministische Debatte auch aufmacht. Das war spannend und eine gute Auseinandersetzung und hat auch immer sehr gut funktioniert, das zu übertragen und für uns Sachen mitzunehmen, aber auch weiterzuführen. Und ich glaube, das ist auch jetzt noch was man mit den Schriften, die noch da sind oder mit den Videos, die wir auch gerade gesehen haben, auch weiterhin gut machen kann. Mhm. Dankeschön, ja. Video ist das Stichwort. Wir haben noch Weggefährten auch per Video interviewt und dürfen uns jetzt eine kurze Anekdote von Gerhard Schmidt anhören. Ja, Erinnerungen an Josef Hindels. Josef Hindels war ein großer Denker, war ein großer Lehrmeister und er war für uns Jungen in der Sozialdemokratie auch ein wegweisender Lehrmeister. Und wenn ich da mich an bestimmte Begebenheiten erinnere, wir haben als Junge irgendwie, jeder hat irgend so ein altes Auto gehabt, ein billiges, irgend so ein Kraxen. Und nach vielen Diskussionen oder nach langen Diskussionsabenden oder Seminaren oder wo immer, wo Josef Hindels diskutiert hat, haben wir uns eigentlich immer gerissen, den Josef Hindels zu Haus zu bringen in den 19. Bezirk. Er ist da mit abenteuerlichen Vorzeigen immer wieder mitgefahren und nach Hause gebracht. Und für uns war es wichtig, diese 20 Minuten oder 25 Minuten von der Innenstadt in den 19. Bezirk, wo er gewohnt hat, zu nutzen für ein exklusives Gespräch. Für ein Gespräch, wo er über Lebenserfahrungen geredet hat, ob er über seine Zeit in Schweden geredet hat, seine Begegnungen mit Bruno Kreisky, mit Willy Brandt, wo er Einschätzungen zur aktuellen Sozialdemokratie gegeben hat und wo er ein bisschen auch sozusagen über die großartige theoretische Vermittlung, er war ja blendender Rhetoriker, hinausgegangen ist. Da haben wir uns gerissen und das war eine sehr, sehr schöne Erinnerung an Josef Hindels und es ist eine ganz großartige Sache der Wiener Bildung, dass man in dieser
in dieser intensiven und auch sehr schönen Form sich an diesen großen Menschen und Theoretiker und diese faszinierende Persönlichkeit der Sozialdemokratie und der Gewerkschaftsbewegung erinnert. Ja, gemeinsam erinnern, das tun wir uns heute und wollen auch noch fragen, was ist jetzt heute noch relevant von dem, was Josef Hindels gesagt hat, was ist geblieben, welche Themen sind heute noch von Bedeutung. Ich würde jetzt mal in der Mitte anfangen bei dir, Manfred. Ja? Was denkst du, was bleibt heute von Josef Hindels, welche Themen sind heute noch die, die wirklich auch bewegen? Ich habe mir in der Vorbereitung auf das heutige Gespräch auch diese Bibliothek, es ändert sich übrigens sehr, wir könnten die Wohnung umwechseln und trotzdem ins Bücherregal hineingreifen und würden dieselben Sachen rausnehmen. Ich habe ein bisschen durchgeschaut und mir genau diese Frage gestellt, was macht denn vielleicht die starken Seiten aus, die bei Hindels zu spüren waren und die heute von Relevanz sein könnten. Und das Ergebnis des Durchblätterns ist folgendes. Ich glaube, dass es ganz wichtig war und jetzt auch ist, vielleicht mehr denn je, bei den Themen, die sich die Sozialdemokratie setzt, die sie anspricht, die sie verfolgt, bei den Themen sich auf die wesentlichen Themen zu konzentrieren, vielleicht wieder zu konzentrieren, also auf die primären Fragen. Ja? Arm und reich, oben und unten, machtlos und mächtig. Das heißt jetzt nicht, dass ich so das Beschäftigen mit Überbauphänomenen an den Rand drücken will. Aber man muss schon sehen, wo liegen die Prioritäten und was ist tatsächlich wichtig. Und wichtig sind die Fragen, wo es ums Wesentliche, um die ökonomische Situation und um die Machtsituation in der Gesellschaft geht. Das tritt meines Erachtens nach heute zu sehr in den Hintergrund. Da kann man einiges im Nachlesen und Nachvollziehen wieder lernen. Zweiter Punkt. Wie hat er die Themen behandelt? Wie ging er damit um? Wie hat er sie zerkleinert? Wonach hat er sich ausgerichtet in der Diskussion der Themen? Er hat sie behandelt wissenschaftlich, politisch, historisch, ökonomisch. Und nicht moralisch und moralisierend. Es ging bei all dem, was man hier nachlesen kann, nicht um Gut und Böse, sondern um Richtig und Falsch. Dieser Zugang ist, glaube ich, ganz wesentlich. Die letzten Jahre, Jahrzehnte der tagespolitischen Auseinandersetzung sind nach meinem Gefühl viel zu stark dominiert vom Moralisieren. Jemand ist böse, daher sind wir gegen ihn. Irgendein Ereignis ist schlecht, daher sind wir gegen diese Art von Handeln. Die Guten und die Bösen treffen aufeinander und das ist der falsche Weg des Denkens. Der richtige Weg des Denkens ist es, darüber nachzudenken, was ist richtig und was ist falsch, durchaus in einem interessengebundenen Sinn. Was ist meine Wahrheit, was ist unsere Wahrheit, was ist die Wahrheit der Schwachen, was ist die Wahrheit der Ausgegrenzten, der Ärmeren? Und das ist die richtige Wahrheit. Punkt. Es gibt nur eine Wahrheit. Genauso Punkt. Man braucht diese fundamentale Klarheit, dieses, wenn man so will, betonierte, um so vereinfachen zu können, dass man überzeugen kann und mitreißen kann. Dritter Punkt. Es ging ihm, und es sollte wohl auch gehen darum, eine Bewegung zu sein, zu bleiben, wieder zu werden. Also etwas, was viele Menschen ergreift, zusammenführt, zusammenbündelt und ihr Handeln relevant macht. Es geht nicht darum, eine PR-Agentur zu sein, eine Öffentlichkeitsarbeitsagentur zu sein, Themen zu besetzen in einem medialen Umkreis, in einem medialen Umfeld. Das ist auch wichtig, das ist nebenher wichtig. Aber in Wirklichkeit geht es darum, mit denen, die es betrifft, etwas zu machen. Und da können es nicht genug Menschen sein, die da dabei sind. Da kann man sicher
auch in der heutigen Parteienrealität sehr, sehr viel davon lernen. Wo sind hier in unserer Partei, wo sind in einer linken Bewegung, wo ist der Platz für jenes Drittel etwa der Menschen in diesem Land, in dieser Stadt, die ausgegrenzt sind, von der politischen Partizipation ausgegrenzt sind oder sich selber ausgrenzen und hinausstellen? Wie fängt man die ein? Ich benutze bewusst dieses altmodische Vokabel. Wie kann man mit denen zu gemeinsamem Handeln gelangen? Also die reale Entwicklung, die realen Vorgänge mit Menschen, die betroffen sind von Missständen, das ist etwas ganz Wesentliches. Und vielleicht noch ein letzter und nicht unwichtiger Punkt, das historische Bewusstsein, das klang bei Händel immer ganz deutlich durch, das historische Bewusstsein, wo stehen wir im Gang der Geschichte, wo hat es schon mal so etwas gegeben, was man vergleichen könnte mit der heutigen Situation, wie wurde darauf reagiert, richtig, falsch, was kann man daraus mitnehmen. Dieses historische Denken ist ganz wichtig und ist aktueller denn je hier heute in diesem Land. Denn ein kleines Abwehrsi am Rande, man muss schon wissen, dass der Sektionschef Hecht in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Spielwiese gehabt hat als Jurist im Verteidigungsministerium, um Verordnungen auszuprobieren, Verordnungen mit autoritärem Inhalt. Und die Spielwiese war die Beschränkung der Meinungsfreiheit der Soldaten. Und da bin ich bei den gestrigen oder vorgestrigen Presseersinn. Nicht, dass der Erlass eines Menschen im Verteidigungsministerium, Soldaten sollen sich nicht so öffentlich äußern, so schwer, nicht, dass das alleine ein entscheidendes Element wäre in der politischen Entwicklung des Landes, aber wenn man den Hintergrund weiß, weiß man, dass solche Dinge, ebenso wie das Regieren über Verordnungen, ganz stark über Verordnungen, zu einer autoritären Entwicklung gehören in einer Gesellschaft, die man rechtzeitig erkennen kann, der man rechtzeitig gegensteuern und vorbeugen kann. Also dieses historische Wissen, das einordnen können in einen historischen Kontext und das einordnen können in einen ökonomischen Kontext, in einen Klassenkontext, in einen sozialen Kontext, das sind ganz wesentliche Dinge. Davon kann man vieles aufgreifen und lernen. Man kann es heute nicht mehr so argumentieren wie vor, naja, 50 Jahren, wenn ich 1970 denke. Servus, ist es lang her. Aber wir haben heute zu wenig von diesen Elementen und ein bisschen mehr täte wohl gut. Marina, magst du da vielleicht anschließen, wenn du jetzt heute politisch tätig bist, hast du manchmal das Gefühl, denkst du dir, das sind jetzt so Forderungen von Josef Hindels oder das sind die Themen, die er auch schon gesetzt hat? Merkst du da was in deiner täglichen Arbeit? Ich möchte vielleicht anschließen an der Frage vom historischen Bewusstsein, weil das auch was ist, was ich mir in den Vorbereitungen überlegt habe, so was können wir auch mitnehmen von Josef Hindels, ist es ganz sicherlich das ein sehr großer Punkt, wie es eh vorher schon ausgeführt worden ist. Für mich ist es mehr dieser Blick, den Hindels auf die Gesellschaft gehabt hat, der natürlich theoretisch fundiert war und ja ein Theoriegerüst ist, mit dem wir auch heute noch arbeiten und auch wieder, finde ich, mit mehr Rückbezug auf das Gesellschaft betrachten sollten. Ich habe gestern in der Vorbereitung noch eine auch wieder SJ-Broschüre gelesen von Hindels über Warum sind wir Internationalisten? Aus 1949 ist die, glaube ich. Und ich habe mir gedacht, das ist extrem spannend, mir das anzuschauen. Auch die Frage, wie definiert er Nation? Wie wird das da argumentiert? Doch in einer ganz anderen Zeit natürlich, als wir jetzt leben. Gerade in der Frage von Internationalismus, von Nationen, aber auch wieder sehr hochaktuell. Und ich habe es zum ersten Mal gelesen und was dort passiert ist, ist genau das, was ich mir auch quasi erwartet hätte von Hindels, wenn ich das so frei heraussagen darf, nämlich, dass es ganz klar auch zurückgeführt hat in der Frage, was ist wichtig für Sozialistinnen, nämlich es ist wichtig, den Blick auf die unterschiedlichen Klassen zu werfen. Es ist wichtig, den Blick darauf zu werfen, was hat der Arbeiter in Großbritannien gemeinsam mit dem Arbeiter in Deutschland unter Umständen wichtiger, als sich zu fragen, was sind jetzt per se die Unterschiede zwischen Franzosen und Französinnen und ÖsterreicherInnen. Also diese,
dieses immer wieder Rückführen auf dieses Oben und Unten, auf Klassenfragen, auf die Frage, wer sind Unterdrückte und welche Unterdrückungsmechanismen laufen da auch ab. Und das hat auch immer was mit Klassenfragen zu tun, vor allem für uns als Sozialdemokratinnen. Das ist etwas, was wir, finde ich, als Sozialdemokratie uns auch wieder bewusster herholen müssen und auch mehr heranziehen müssen. Einerseits zu schauen, wo gibt es Macht und wo gibt es Unterdrückung in der Gesellschaft, wie äußert sich das und wie hängt das zusammen mit Klassenfragen. Ich glaube, die Klassenfrage ist eine, die oft als Hauptthematik besprochen worden ist und wird. Und ich würde auch sagen, dass es in einem kapitalistischen System immer die Grundlage ist. Wir sind aber jetzt halt natürlich schon weiter, als wir 1949 waren, noch in der Betrachtung und sehen, wie die Frage von Klasse auch nochmal zum Beispiel im feministischen Kontext anders betrachtet werden muss. Also das mitzunehmen, würde ich sagen, ist das, was wir heute machen müssen, wenn wir was von Hindels mitnehmen wollen und sollten das auch tun, weil in der Klarheit, da kann ich mich der ersten Runde anschließen, in der Klarheit, in der er Sachen formuliert, zuspitzt und dadurch auch verständlich macht, ist es einfach gut, damit zu arbeiten und regt sehr viel an zum Denken. Peter, darf ich dich einladen? Magst du daran anschließen? Teilweise anschließen, teilweise ein bisschen widersprechen. Ich glaube, das, was hier genannt wird, die Klassenfrage, würde ich eher erweitern unter dem Begriff arm-reich. Wie schafft man die Solidarität mit den Benachteiligten der Gesellschaft? Im klassischen Sinn, wie das nach Hindels natürlich aus seiner Erfahrung benutzt hat, ist das dogmatisch verengt unnütz, diese Definition. Also Kapital und Arbeit sind nicht mehr die einzige Achse des Widerspruches in der Gesellschaft, sondern das muss man sehen, dass heute Menschen sich orientieren, unabhängig, also nicht unabhängig, aber nicht mehr ausschließlich an dieser Achse. Das war schon längere Zeit der Fall, jetzt muss man es praktizieren, was das bedeutet. Das heißt, dass vielfältige neue Formen, da sagt man jetzt in der Gesundheitsdebatte der Clusterbildung, nicht zu rekurrieren ist auf diesen Grundwiderspruch, der historisch ja natürlich gegeben war, sondern dass wir zum Beispiel die Situation haben, dass heute weite Teile dessen, was klassische Arbeiterschaft heißt, eben eher rechtspopulistischen Bewegungen nachläuft. Kann man sagen, das ist die Schuld der Sozialdemokratie? Ich glaube, das ist zu kurz gegriffen. Ja? Sondern natürlich ist diese Frage, die du mit Recht jetzt angesprochen hast, Internationalismus, was heißt das? Heute hast du zum Beispiel das in der Migrationsfrage, wie verhalten sich hiesige Menschen gegenüber Zuwanderungen aller Art? Das wahrscheinlich das, würde ich nicht sagen reaktionärste, aber konservativste Element ist. Ja? Was betrifft Empathie für Zugewanderte. Das heißt, das muss man einfach verstehen. Und was ist das, was das ist? Das ist die, warum ist das so? Das ist so, weil halt die Blue-Collar-Arbeiter, sagt man in den Staaten, nur um ein Beispiel zu sagen, auch die waren, die den Trump zum Wahlsieg verholfen haben, weil die am ehesten empfänglich waren für diese nationalistisch, protektionistisch, paternalistische Art, America first. Ja? Und das wirft doch die Frage auf, also Arbeiter im klassischen Sinne sind nicht automatisch links und andere Zwischenschichten oder wie immer wir das dann definieren wollen, Mittelschichten, auch Teile, auch progressive Fraktionen des Kapitals sind eher Bündnispartner für eine linke Bewegung. Das meine ich zum Punkt 1. Und Punkt 2, ich glaube überhaupt, wir sollten die Fixierung, die wir damals auch noch hatten, die Fixierung auf, wie verändern wir die Mehrheits-, der Ernst Wollert ist herrlich mit dieser Episode der 51 zu 50, wie im amerikanischen Senat heute, nicht? Das sind auch 51 zu 50, das ein bisschen muss man, glaube ich, auflösen. Politik ist heute nicht mehr das alleinsteuernde Element einer Gesellschaft. Da gibt es vielfältige andere Sachen. Ja?
der Kulturkampf etwa, ich verweise nur darauf, dass wir damals auch den Gramsci mit der geistigen Hegemonie entscheidende Bedeutung hatten. Also die Mehrheitsverhältnisse in einer Partei sind nicht mehr der Nukleus, um den sich alles dreht, und schon gar nicht überhaupt in jeder Partei, weil halt Politik nicht mehr das allein steuernde Element einer Gesellschaft ist, sondern eins von mehreren wichtigen Systemen. Genauso wie es immer war, die Wirtschaft oder auch die Medien, die Ideologien, die Bilder, die übers Fernsehen oder über sonstige neue Medien verbreitet werden, auch dort vollzieht sich ein Element der Auseinandersetzung. Und auf die, glaube ich, muss sich jede, sage ich mal jetzt bewusst, progressive Bewegung, wo natürlich die Sozialdemokratie ein zentraler Bestandteil sein muss, muss sich auf das einstellen, dass man viel breiter werden muss und nicht nur verharren kann und auch viel bündnisfähiger dadurch werden kann. Ja? Also heute sind sicher weite Teile der existierenden katholischen Bewegung in Österreich ein sehr progressives Element, ja? Und nicht zufällig ein Feindbild der Rechtspopulisten. Ja? Und lange Rede, kurzer Sinn, also weg von der Fixierung auf die Partei ausschließlich und weg von der Fixierung auf die Politik. Das würde ich mal sagen. Und auf die, Entschuldige, und auf die im alten Sinn, die Klassenfrage. Ja, ja, jetzt sind wir schon mittendrin in der Diskussion, ja. Eben, wie ist das heute zu lesen und zu interpretieren? Ernst, was magst du noch dazu sagen? Was siehst du jetzt für Ideen heute noch die Gültigkeit haben? Na, wenn man überlegt, welche Ideen heute noch Gültigkeit haben, muss man überlegen, was waren sozusagen die wesentlichen Themen, die Hindels wichtig waren. Und als Michael Ludwig und ich 1993 auf Wunsch von Ernst Nedved uns überlegt haben, wie man ein Josef Hindels Symposium auf die Beine stellt, 1993, hätte man erstens einmal damals nicht geglaubt, dass wir im Jahr 2021 noch immer hier sitzen und jährlich ein Josef Hindels Symposium machen. Das ist ja schon die stärkste Marke von Josef Hindels, dass man über jemanden jedes Jahr diskutiert, auf breiter Ebene, der vor 31 Jahren gestorben ist. Aber es waren hauptsächlich drei Themen, für die Hindels gestanden ist und die natürlich heute noch absolut Gültigkeit haben, aber nicht ausschließlich. Es gibt natürlich viele Themen, die dazugekommen sind, Themen, die dem Hindels auch nicht so wichtig waren, wie die Frauenfrage und die Ökologie, aber es waren drei Themen. Das eine war die Grundsatztreue. Also er hat sozusagen immer gesagt, wir müssen uns der sozialistischen Grundsätze besinnen. Wir müssen immer in jeder politischen Frage überlegen, wie es sozusagen mit unseren Grundsätzen in der jeweiligen Politikfrage vereinbar ist und wie wir, was für Positionen wir entwickeln sollen. Und wenn man über sozialistische Grundsätze diskutiert und sich darauf besinnen soll, dann muss man die auch einmal kennen. Und es war natürlich schon ganz wichtig, dass sozusagen Hindels immer gesagt hat, die parteiinterne Bildungsarbeit, insbesondere auch der Jugendorganisationen, der Parteischule, der Publikationstätigkeit, der Gewerkschaftsarbeit, wo er ja 20 Jahre auch als Zentralsekretär der GPA wesentliche Arbeit geleistet hat, war es natürlich immer so, dass er gesagt hat, wir müssen sozialistische Bildung vermitteln, weil sonst kann man es überhaupt nicht aufrechterhalten. Also das eine war die Grundsätze und da hat er halt immer gesagt, wir sind Linke. Und das ist sozusagen auch das, was heute wirklich viele einfach nicht hören wollen. Also es gibt ja viele, die sagen wir ja nicht, dass wir links sind, weil da haben wir keine Wahlchancen. Und für viele ist es sozusagen links sein nicht das, was sie anstreben und was sie gar nicht zugeben wollen. Und er hat als einziger und sozusagen wirkliche, jetzt nicht das Einzige, aber als der sozusagen wesentlich immer wieder gegolten hat, eindeutig profiliert, als der Linke, das linke Gewissen und auch die linke Positionen in der Partei versucht herauszuarbeiten und hat sich auch gematcht, egal ob er das war dann mit Renner in sozusagen in seinen Anfangsjahren oder später dann natürlich auch mit dem Bruno Kreisky oder wem auch immer in der Partei. Also das war das erste Thema, also die Grundsatzfragen, dass wir die beibehalten und dass wir sie behandeln. Das zweite war das Geschichtsbewusstsein. Der Manfred hat schon gesagt, er hat natürlich zu allen wesentlichen Fragen der Geschichte der Arbeiterbewegung, der Geschichte der politischen Auseinandersetzungen immer Publikationen gemacht und es war ganz wichtig, dass man sozusagen auch über alle wesentlichen geschichtlichen Ereignisse bei Josef Hindels sozusagen nachlesen konnte, wie es war, zumindest aus seiner Sicht war,
aber wie sozusagen diese historischen Ereignisse einzuordnen sind. Und da hat er im Besonderen natürlich den Antifaschismus betont. Also Antifaschismus war immer eines seiner zentralen Themen und das haben ja wir in den letzten 30 Jahren auch bei den Hindl-Symposien immer wieder aufgegriffen und es wird ja auch in besonderer Art und Weise von vielen in der Partei, aber insbesondere den Jugendorganisationen jetzt hochgehalten. Und das dritte war der Internationalismus. Er hat immer gesagt, wir sind nur Teil einer internationalen, wir sind Teil einer internationalen Bewegung und wir müssen diese internationale immer sehen. Und heute ist es so, dass durch sehr viele Entscheidungen in der Politik einfach nur mehr gemacht wird, was ist sozusagen, was bringen wir in den Medien unter, was nutzt uns für die nächste Wahl. Und vieles ist da wirklich beliebig geworden. Und das ist genau das, was der Josef Hindl immer massiv gegeißelt und bekämpft hat. Und wenn vor kurzem auch im Standard-Kommentar war, dass man gesagt hat, die erfolgreichsten sozialdemokratischen oder SPÖ-Bürgermeister sind die, die ja sagen, dass sie nicht von der SPÖ sind. Ja? Die haben dann die besten Wahlergebnisse. Also genau das war, was Josef Hindl bekämpft hat. Er hat immer gesagt, wir müssen gewinnen, indem wir uns als Sozialisten deklarieren und indem wir sagen, wir sind eindeutig in der Gesellschaft, in der Politik links. Wir sind auch im internationalen Maßstab sozusagen Linke und wir müssen hier Solidarität leben und wir müssen ein klares antifaschistisches Bekenntnis haben. Also diese drei Themen, Grundsatztreue, Linkssein, Geschichtsbewusstsein, Antifaschismus und Internationalismus und Solidarität, das sind die Themen, die Hindls besonders wichtig waren und die wir versuchen auch bei den Hindl-Symposien immer wieder aufzugreifen. Ja, das werden wir auch dann in der dritten Runde noch versuchen, auch nochmal jetzt in die Jetztzeit nochmal genauer weiter zu tragen. Jetzt wollen wir aber noch ein Video uns anschauen, und zwar von einem weiteren Wegbegleiter von Josef Hindls, den Erwin Lanz, der seine Erinnerungen mit uns teilt. Hindls war für mich und praktisch meine Nachkriegsgeneration in der Partei Vater und Lehrer zugleich mit hohem Ansehen. Und es hat uns auch nicht gestört, dass er in seiner Jugend Trotzkist war, denn auch andere haben die große Tschistka von Stalin in den Mitte der 30er Jahre nicht vorhergesehen. Er hat uns auch deswegen geprägt und beeindruckt, weil er nach einer Verurteilung durch das Dollfuss-Schuschnigg-Regime über die Tschechoslowakei nach Norwegen gegangen ist und nachdem dort 1940 die deutsche Wehrmacht angelandet ist und einmarschiert ist, ist er nach Schweden gekommen und hat dort als Holzfäller gearbeitet, was natürlich noch eine besondere proletarische Draufgabe war für junge Funktionäre der damaligen Arbeiterbewegung. Und mir ist er also persönlich begegnet bei Schulungen in einer ehemaligen von einem Nationalsozialisten bewohnten und dann nach dem Krieg requirierten Villa in Gritzendorf, wo er also nicht nur politische Standpunkte erklärt und vertreten hat, sondern vor allem auch geschaut hat, dass wir als junge Funktionäre der sozialistischen Jugend, der ich ja im Mai 1946 beigetreten bin, dass die sich auch vermitteln können, sich ausdrücken können. Und es hat also Sprechunterricht und Sprechproben gegeben mit einem gewissen Anreiz, in dem dann alle miteinander ausgewählt haben, wer
in der Frage zum Beispiel Gefühlsrede oder Verstandesrede der Beste war. Und die Verstandesrede habe ich gewonnen, die Gefühlsrede der Walter Heil, der leider dann später im Zuge der kommunistischen Weltjugendfestspiele übergewechselt ist zu der FÖJ und dann später Generalsekretär der Österreichisch-Sowjetischen Gesellschaft wurde. Der war also wirklich ein aufwühlender Redner. Das war ich nie, wie man ja auch jetzt merkt. Darf ich fragen, wann du Hindels kennengelernt hast, ungefähr, weißt du das noch, wann das gewesen ist? Ja, das war 1947 und später ist ja diese Villa restituiert worden und die Schulungen haben dann im Schulungsheim der SPÖ Döbling stattgefunden. Hindels sagt selber in einem Interview, das er gegeben hat und das man nachlesen kann, im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands, dass ihm der Kreisky sowohl beim Überwechseln von Norwegen bei der Einreise in Schweden geholfen hat. Die Schweden waren ja ziemlich zugeknöpft auf dem Gebiet und durchaus nicht darauf aus, möglichst viele Nazi-Flüchtlinge aufzunehmen, beziehungsweise Flüchtlinge vor den Nazis aufzunehmen. Das hat also geglaubt. Und das Zweite, was die beiden verbunden hat, unabhängig von ihren politischen differenten Anschauungen, war, dass der Kreisky nach Kriegsende in der Botschaft Österreichs in Schweden nicht nur für Lebensmittelsendungen nach Österreich gesorgt hat, sondern auch dafür, dass der Hindels die Einreise oder die Wiedereinreise in das wiedererstandene Österreich bewilligt bekommen hat. Und das war die Voraussetzung dafür, dass er also, ich glaube im Jänner 1946 nach Österreich zurückgekommen ist. Und sein erster Gesprächspartner war der Peter Strasser, den er noch aus der Vorkriegszeit von der Jugendorganisation der Revolutionären Sozialisten herkannte. Und er war sozusagen der Bildungs- und Erziehungsobmann der sozialistischen Jugend, während die Aufgabe der Strasser die der Organisierung der Jugend gewesen ist. Und sie haben eigentlich sehr gut miteinander gekonnt. Ja, der Hindels ist ja davon ausgegangen, dass er entgegen seiner trotzkistischen Vergangenheit nicht mehr an den direkten Sieg der internationalen Revolution geglaubt hat, sondern dass es um die Mühen des Kampfes in der Ebene der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen geht. Und das hat ihn sicherlich geprägt, aber er hat immer Mangelerscheinungen gehabt, vor allem deswegen, weil er geglaubt hat, dass diese Periode des Appeasement mit dem Klassengegner nur eine vorübergehende ist, dann wird der Kapitalismus wieder seine Fratze zeigen und das ist dann die Voraussetzung dafür, dass es zu einem Erstarken und zum Sieg der
sozialen Demokratie kommt. Also er würde uns heute raten, internationaler zu denken, vermutlich, oder? Das sicher, das hat er ja aufrechterhalten, all die Zeit über. Und er hat überhaupt kein Verständnis gehabt für das Klein-Klein. Und er hat das aber auch immer sehr plastisch ausgedrückt. Sein Stehsatz war, da hat mir ein junger Arbeiter gesagt. Und an dessen Aussage hat er dann seine Schlussfolgerungen geknüpft. Er war also sozusagen ein Requisit der Wiener Landeskonferenzen, der sozialdemokratischen, damals noch sozialistischen Partei, in Klammern Sozialdemokraten plus revolutionäre Sozialisten, Klammer geschlossen. Ja, was würde die junge Arbeiterin heute sagen? Wir wollen jetzt in der letzten Runde uns anschauen, also was ist jetzt, so wie der Titel lautet, was ist heute links? Was ist 2021 linke Politik? Wie kann man linke Politik heute mehrheitsfähig machen? Peter, was meinst du? Ich glaube, erstens einmal müssten wir uns noch einmal, aber das wäre eine eigene Diskussion, klar werden, was heißt genau links und rechts heute? Ja? Ich glaube, das haben wir versucht schon zu sagen, dass es andere Parameter gibt, an die sich diese Frage stellen müssen. Das ist eben nicht mehr Kapital und Arbeit. Das ist zum Beispiel reich, weniger reich, aber auch nicht nur, sondern das könnte zum Beispiel sein, unter anderem die Frage progressiv im Sinne von international, was heißt es in Europa heute, versus nationalistische Engstirnigkeit, die diese Entwicklung behindern will. Das ist ein wesentlicher, nicht also an dem kann sich sehr viel messen, auch das nicht allein. Es ist überhaupt, würde ich sagen, die Zeit der geschlossenen Ideologien ist längst vorbei. Also ich kann heute mit, ich habe die geschlossene Ideologie des, was weiß ich, des Liberalismus oder des Sozialismus im alten Sinne, kann ich keine Mehrheiten heute schaffen, weil die Gesellschaft viel zu fragmentiert und zu unterschiedlich ist, um irgendwie auf eine Parole oder auf eine Welterklärung zu schauen. Das Zweite ist, also ich muss noch einmal auch überlegen, was ist das Instrument einer linken Bewegung, sage ich mal jetzt. Ich sage bewusst Bewegung und nicht Partei, weil ich glaube, dass eine Partei allein das nicht schafft. Das ist auch unattraktiv, sage ich ganz offen. Das, was wir früher gehabt haben, da die Geschichten, Mehrheiten in Bezirkskonferenzen und so, das tut heute keinen, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, wenig Leute kratzen. Ja? Also muss ich jetzt in der Sektion gehen, damit ich dort die Mehrheit umdreht, damit mir dann Bezirk, das ist lächerlich heute. Also die Frage, die hat uns sehr beschäftigt. Ja? Wo schicken wir welche Leute hin, damit man Mehrheiten in welchen Bezirken organisiert, ja? Um sie links umzudrehen. Also wenn ich das heute mich zurückerinnere, kommt mir das sehr, sehr zeitungemäß vor. Also das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass die Sozialdemokratie weiter sein muss, ein wesentlicher Teil einer progressiven Bewegung in der Gesellschaft, dann muss er sich öffnen, verstärkt, und muss all diese alten Muster, die vielfach auch autoritäre Reflexe sind, wegwerfen. Und da scheint mir zwei Dinge, in der ganz aktuell, wenn es mir jetzt ganz aktuell fragt, sehr bemerkenswert zu sein. Erstens, dass es einmal die Wiener SPÖ geschafft hat, entgegen den Kinderkrankheiten, die es vorher gab, nämlich da werden dann persönliche Rivalitäten in links gegen rechts und was weiß ich, also dann hineininterpretiert, überwunden offensichtlich hat. Und das liegt sicherlich auch an der Person des Bürgermeisters, der das sehr geschickt eingefangen hat und eine relativ, aus meiner Sicht für Wien, sehr gute progressive Bewegung geschaffen hat. Und auch so Sachen wie Koalitionswechsel, als das betrachtet hat, was es ist, nämlich man muss aus pragmatischen Gründen das und das tauschen, aber das heißt nicht, dass nicht beide Partner oder vielleicht auch eine
sich aufspaltende schwarze Flügel, der sich vom Türkisen unterscheidet, nicht damit, dass man neue Bewegungsformen in dieser Stadt übt, ohne den Charakter der Sozialdemokratie aufzugeben. Ja? Das Zweite ist, wenn ich jetzt auf Bundesebene gehe, also ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die SPÖ noch nicht viel geschlossener und entschlossener mit dem umgeht, dass sie erstmalig eine Frau, die nicht kommt aus der Politik, daher auch viele dieser Arten, Eigenarten, Unarten der klassischen Politik nicht hat, nicht positiv vermarktet. Ja? Also vielleicht tut sie das eh in der Frauenschiene, aber ich habe kürzlich mit einem alten, altgedienten Parteifunktionär geredet, der hat mir gesagt, ja, aber wir, und ich habe gesagt, seid doch froh, dass ihr eine kompetente Fachfrau gerade in dieser Zeit habt, die, und jetzt kann man es ja nachlesen, in letzter Zeit auch zunehmend Akzeptanz in der Bevölkerung findet. Und zwar für einen Kurs, der bewusst ein konstruktiver ist und nicht so, auf jeden Fall sage ich was anderes, weil die andere Parteisekretariat sagt das und das und ich muss das Gegenteil jetzt greifen. Also ich glaube, dass immer mehr Menschen das wohltuend empfinden. Und ich verstehe nicht ganz die letzten Widerstandsnester, dazu gehört mein Gesprächspartner, der gesagt hat, ja, aber wir sind ja keine Ärztepartei. Also das ist so rückschrittlich, diese Denke. Ja? Jetzt kann man sagen, das und das und das ist nicht okay an der Entwicklung der Bundespolitik der SPÖ, kann man diskutieren, aber das ist doch ein großes Asset, das die SPÖ viel stärker noch nachvorstellen musste und die ganzen, ehrlich gesagt, Orts- oder auch von mir aus Bundesländer-Obleute, die das immer wieder sie melden zu Wort, damit sie auch in der Zeitung sind, das ist letztklassig. Ja? Und daher, gut, in dem Sinne auch ein aktueller Anstoß für eine Debatte. Marina, was ist 2021 linke Politik? Ich möchte anschließend auch noch an der vorigen Runde und an der Frage, welche Widersprüche gibt es in der Gesellschaft. Wenn wir heute von linker Politik sprechen, finde ich, müssen wir uns auch anschauen, wo ist in den letzten Jahren, aber auch Jahrzehnten, wo ist da Veränderungsenergie da, wo tut sich was, wo gibt es Leute, die sich organisieren, die auf die Straße gehen, die Politik und Gesellschaft voranbringen im Großen. Und ich würde sagen, wenn man ein bisschen weiter zurückschaut, würde ich sagen, sind feministische Bewegungen da ein riesengroßer Punkt, wenn wir uns überlegen, was hat das für das Leben der Frauen wirklich konkret gemacht, nämlich aller Frauen. Wenn wir ein bisschen in die nähere Vergangenheit und Gegenwart schauen, dann sind das alle diese vielen Jugendlichen, die weltweit auf die Straße gehen, für einen Wandel in der Klimapolitik, die sagen, heißt, es geht sich einfach nicht mehr aus. Dann sind das aber auch die Black Lives Matter Bewegungen, die überall da sind. Da tut sich viel, das sind lebendige Bewegungen und da kann ich mich voll anschließen. Da ist dann auch die Aufgabe, sich mit denen in Austausch zu begeben, die nicht zu vereinnahmen, weil das gelingt doch gar nicht. Und da braucht man auch eine neue Orientierung, finde ich, als Sozialdemokratie wieder, was tun wir mit denen? Da gibt es voll viele Leute, die gehen auf die Straße. Was können wir denen anbieten? Was können wir von denen noch lernen? Und ich glaube, da braucht es viel mehr Offenheit auch und Austausch. Daran anschließend, das betrifft jetzt die Frage, was ist links und aber auch, finde ich, die Frage, was sind so Aufgaben der Sozialdemokratie jetzt und heute? Es heißt, reflexionsfähig zu sein und genau auch zu schauen, persönlich, wie es mir selber, aber auch als Partei zu schauen, was gibt es bei uns für Mechanismen, warum sind wir nicht die Partei, wo sich immer alle diese vielen Leute, die auf die Straße gehen, warum rennen die uns nicht auch automatisch die Türen ein? Wie schaut das aus mit Repräsentation nach außen? Was sehen wir da für Leute? Wie divers sind wir da auch aufgestellt? Das sind alles Sachen, die machen was. Bin ich nicht zu langweilig. Noch zwei Punkte vielleicht, um auch wieder den Kreis zu Hindels zu schließen vielleicht. Wir haben ganz am Anfang auch gesagt, klar aussprechen, dass man links ist und auch nicht abweichen von Positionen. Ich glaube, das ist gerade in auch so diffusen Zeiten, in so fragmentierten Zeiten wichtiger denn je und das ist auch schwierig. Und ich merke auch, dass man da in internen Diskussionen, dass da oft
man sich natürlich denkt, naja, aber wenn wir das jetzt so machen, das kommt jetzt gerade nicht so gut. Aber das ist der Punkt, wo es um Grundsatzfragen geht. Links sein heute heißt immer klar feministisch zu sein. Das heißt ganz klar antirassistisch zu sein. Das auch zu benennen, das heißt ganz klar antifaschistisch zu sein. Und das heißt sich auch ganz klar zum Beispiel einzusetzen für mehr Demokratie in der Gesellschaft. Und das heißt unter Umständen, dass nicht alle Leute sofort sagen werden, mega gute Idee, finden wir voll super. Aber das hat uns als Sozialdemokratie in der Geschichte auch noch nie von irgendwas abgehalten. Das heißt, um beim Demokratiepunkt zu bleiben, das nicht hinzunehmen, dass ein Drittel der Wienerinnen einfach ausgeschlossen ist aus demokratischen Prozessen. Das tut weh als Sozialdemokratie und da muss man sich drüber trauen. Es kann nicht sein, dass in Wien Jugendliche sind, die hier geboren sind, in die Schule gegangen sind, die nur weil sie keine Staatsbürgerschaft haben, einfach ausgeschlossen sind. Das macht was mit Gesellschaft und das sind schwierige Fragen, aber in Wahrheit auch wieder nicht. Wenn man sich da wieder rückbezieht auf die Grundsätze und auf das, was als Sozialdemokratie auch wichtig ist für uns. Das erfordert Mut und den können wir auch haben. Und ich glaube, da immer wieder auch zurückzuschauen, wie war das, was war diese Klarheit und das eben zu übersetzen, hinzuschauen, wo ist jetzt diese Veränderungsenergie, was ist unser Beitrag als Politik, der ein anderer ist als der von Bewegungen. Ich finde auch die Unterscheidung ganz, ganz wichtig. Das ist der Weg, den man gehen muss. Das heißt, viel diskutieren, viel auseinandersetzen und auch Diskussionen zulassen und auch Widersprüche aushalten. Das ist kurz zusammengefasst. Manfred, möchtest du was ergänzen? Wie siehst du das? Was ist heute links? Ja, ich würde gerne bei dem anknüpfen, was der Peter sagt, und in einem Punkt ihm recht geben, was die Formen des politischen Agierens anlangt. Da sind wir heute woanders, als wir waren zur Händels Zeit. Händels und Parteitag, das war eigentlich eine heilige Messe und einer hat die Predigt gehalten. Ne? Das geht heute nicht mehr, so spielt sich heute Politik nicht mehr ab. Da muss man ganz andere Strukturen auch schaffen. Das vermisse ich. Wenn sich die Frage stellt, was ist unsere Partei, wer ist unsere Partei? Ist das ein Haus in der Löwestraße, das nur zur Hälfte besiedelt ist und man weiß nicht, was er mit den leeren Räumen machen soll. Oder ist das etwas anderes? Hat das den Charakter einer Bewegung oder nicht? Ja? Diese Frage muss man sich stellen, die muss man ehrlich beantworten. Und die Antwort ist nicht schön, die man jetzt darauf kriegt. Und daraus ergibt sich ohne dies gleich, in welche Richtung man gehen soll. Im zweiten Punkt bin ich dogmatischer als du. Ich glaube, ja, die Klassenfrage stellt sich, und zwar in derselben brutalen Klarheit wie eh und je, nur natürlich nicht als Gegensatz von Arbeitern zum Kapital. Weil Arbeiter, das ist eine technologisch bedingte Kategorie, die hat sich überlebt. Sondern stellt sich die Frage zwischen Kapital auf der einen Seite und Nicht-Kapital auf der anderen Seite. Wir haben andere Formen von Ausbeutung. Das wird etwas sein, was die Gewerkschaft irgendwann einmal wirklich jetzt aufnehmen muss, dass die scheinselbstständigen Radlfahrer, die das Essen zustellen, Arbeiter in dem Sinne sind, also Teil des revolutionären Subjekts sind. Auch in der Corona-Krise ist es legitim und vernünftig und sinnvoll, die Frage zu stellen, hat die Impfstoffversorgung etwas zu tun mit Verwertungsinteressen von Kapitalinvestoren oder nicht? Da kann man jetzt einiges weiter. Die Frage von gesund und krank ist eine Frage, ist eine Klassenfrage. Nach wie vor, so wie die Frage von oben und unten eine Klassenfrage ist. Man muss genau diese Frage stellen, aber man muss sie anders, spezifischer, differenzierter auf die modernen Gegebenheiten der gesellschaftlichen Entwicklung bezogen stellen. Das tun wir nicht. Oder wir tun es in einem zu wenig ausreichenden Sinn. Und das zentrale Thema für die Gewerkschaft ist, wie beziehe ich die ein, die nicht in klassischen Arbeitsverhältnissen stehen, aber schlecht drauf und dran sind. Die braucht's. Und wenn man sich das klar eingesteht und das klar sagt, dann kommen die auch dazu. Und im rein politischen Feld sehen wir, dass es ganz viele Menschen gibt in dem Land, die sensibel, abwehrend gegenüber autoritären Tendenzen sind.
dem Abbau von Rechtsstaat und Demokratie feindlich besorgt und dann feindlich gegenüberstehen. Das aufzunehmen, ist gerade etwas, was die Sozialdemokratie in besonderer Weise gut kann. Wir sind die Partei der Demokratie und des Rechtsstaats. Wir, die anderen nicht. Und das kann man sagen, das kann man beweisen, das kann man ins Moderne übersetzen, das kann man heute in die tägliche politische Praxis umsetzen. Und wenn wir schon bei Demokratie sind, ja, es ist ein Thema, es ist unser Thema, zu sagen, ein Drittel in dieser Stadt nimmt nicht teil am Politischen, weil sie nicht dürfen oder weil sie nicht wollen. Beides hängt miteinander zusammen. Was machen wir damit? Können wir damit umgehen? Sind wir damit nicht schon einmal umgegangen? War das nicht bei den Ziegelböhmen im Ende des 19. Jahrhunderts dieselbe Situation? Und da geht es nicht darum, dass eine Partei jetzt hergeht und an die Jugos oder Türken oder ja, wie auch immer appelliert, kommt's doch zu uns, wir machen dies und jenes. Nein, wir müssen erkennen, dass es darum geht, diese Gruppen der Bevölkerung zu einem politischen Faktor werden zu lassen. Also Empowerment würde man mit einem modernen Vokabel sagen. Also was tun wir als Partei, dass diese Gruppen, die schlecht dran sind, politisch haben sie nichts zum Plaudern, wohnen dann in die schlechten Wohnungen, wenn du die Gesundheitsstatistik anschaust, sind sie ganz hinten und außerdem lassen wir ihre Kinder noch deppert sterben. Ja, genauso brutal ist es, weil wir Bildungsangebote viel zu wenig öffnen in dieser Stadt, in diesem Land und unter dieser Regierung ganz in besonderer Weise. Also das aufzugreifen, vor dem Hintergrund einer wohlgeordneten marxistischen, historisch-materialistischen Denkschule, das macht schon Spaß. Ich meine, das hat schon einen Sinn. Ich glaube, da ist schon was drin, ich glaube, da ist schon was dran. Das ist auch unser Alleinstellungsmerkmal. Das kann sonst niemand außer wir. Das kann sonst niemand außer die Linken. Und deswegen ist links modern, heute. Und das braucht man nicht verstecken. Man muss es nur an den realen Bedürfnissen der realen Leute so eng wie möglich festzurren. Also Einkommen, Gesundheit, Wohnen, demokratische Artikulationsmöglichkeiten. Da sind wir dann dort, wo wir hin wollen und anpacken sollen. Ein ganz letzter Satz, bitte sei mir noch erlaubt, zum Hindels. Ein Element seiner Stärke war die persönliche Glaubwürdigkeit. Das sagt, was verlangt viel von Lebensstil, von Ehrlichkeit, von Bescheidenheit, von Hineingehen. Da ist es ganz modern, ganz aktuell, da kann man eins zu eins sich das abschauen und da kann jeder Funktionär, jede Funktionärin ziemlich viel mitnehmen, wenn man sich daran orientiert. Ja, Ernst, auf dich frage ich noch zum Abschluss, oder magst du gleich anschließen? Ja? Klar, anschließen. Also nachdem Manfred jetzt da irgendwas zu sagen, ist ja ganz schwer, weil ich ja das wirklich nur völlig unterstreichen macht. Jedenfalls, wenn man jetzt sagt, was ist heute links, um sozusagen auf die Frage zurückzukommen, die Hindels 1980 gestellt hat, was ist heute links, dann muss man primär die Methode von Hindels mitnehmen, dass man die Gesellschaft immer wieder analysiert im Sinne des dialektischen Materialismus, dass man nachdenkt, wo stehen wir, wo sind sozusagen jene, auf deren Seite wir stehen müssen. Und diese Lagerbildung war natürlich im letzten Jahrhundert extrem stark, hat immerhin auch zum Bürgerkrieg geführt und hat auch sehr lange, ich sage jetzt von 1945 bis in die 70er Jahre hinein, die politische Diskussion bestimmt. Und damals hat es halt zwei eindeutige Lager gegeben. Das war sozusagen auf der einen Seite die Arbeiterbewegung, inklusive natürlich auch Angestellten, und auf der anderen Seite waren halt die Unternehmer und die Bauern und teilweise die Beamten, die sozusagen das Gegengewicht haben. Und diese Zweite Republik war ja lange Zeit geprägt von zwei Parteien. Und es war immer nur die Frage, ist die SPÖ vorn oder ist die ÖVP vorn und wer ist das Anhängsel? Und es hat sozusagen lange Zeit ja nur diese zwei Parteien relevanterweise gegeben. Auch wir im Gemeinderat haben bis
vor nicht allzu langer Zeit noch immer sozusagen zwei Hauptparteien gehabt. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es eigentlich nur SP und ÖVP gegeben hat im Gemeinderat. Und da hat es immer zwei Freiheitliche oder drei Freiheitliche gegeben und das war schon. Heute ist die politische Landschaft und die politische Gesellschaft unglaublich differenzierter und auch die politische Landschaft. Also fünf Parteien in einer Gebietskörperschaft, in einem Gemeinderat, in einem Parlament ist die Normalität. Und es ist daher auch nicht mehr so ganz einfach, auch zu absoluten Mehrheiten zu kommen oder zu tragfähigen Mehrheiten. Und international ist das noch viel stärker. Also ich sage jetzt, in Holland, in anderen Ländern gibt es durchaus 10, 15 Parteien, die im Gemeinderat sind und dort ist es sozusagen noch aufgesplittert und differenzierter. Und daher macht es natürlich auch heute viel stärker, sozusagen nach den Regeln oder nach dem Denken von Josef Hindels zu überlegen, was ist heute links, weil die Gesellschaft sich so gewandelt hat und es heute gewisse Phänomene gibt, die Hindels in dieser Form auch überhaupt nicht gekannt hat. Zum Beispiel die Migrationsfrage war damals sicher nicht so stark, auch die Frage des Klimaschutzes oder der Klimabedrohung und der Umweltpolitik, der Energiekrise, das waren alles Themen, die damals sozusagen auch keine Rolle gespielt haben. Aber was wir mitnehmen können, ist, dass wir sagen können, was ist sozusagen links im Sinne von, auf welcher Seite der Gesellschaft stehen wir? Und da stehen wir eindeutig immer auf der Seite der Schutzbedürftigen, der Verdammten dieser Erde, die es rund um die Welt gibt. Das heißt natürlich international, dass wir sozusagen eindeutig Position beziehen sollten, viel stärker noch, als es eh tun, gerade jetzt auch in der Bewältigung der Covid-Krise. Und dass wir überlegen, was für Politik müssen wir in allen Bereichen machen, damit wir den Benachteiligten, den Schwächeren in der Gesellschaft helfen und sozusagen zu einem sozialen Ausgleich, zu einer sozialen Gerechtigkeit, zu einer besseren Gesellschaft und zu einer besseren Politik zu kommen. Und das kann man in vielen Bereichen sehr wohl herunterbringen. Ich sage jetzt, eines der Kernthemen auch der städtischen Politik ist beispielsweise die Wohnungspolitik. Da ist ziemlich eindeutig, dass die Wiener SPÖ sozusagen nach wie vor linke Wohnungspolitik macht. Weil sonst hätten wir beispielsweise jetzt nicht 62% der Menschen, die im sozial geförderten Wohnbau leben. Genau dasselbe haben wir jetzt gemerkt in der Covid-Krise. Es haben uns jahrzehntelang haben uns jetzt die Gesundheitsökonomen gesagt, wir sollen doch einfach Kapazitäten abbauen. Wir sollen Spitäler privatisieren. Wir sollen Kapazitäten einsparen. Wir müssen stärker betriebswirtschaftliches Denken haben in den Spitälern. Also das war bis vor der Covid-Krise sogar durchaus auch die Position sozialdemokratischer Gesundheitsstadträte oder Gesundheitsstadträtinnen. Und da hat es Parteien, die halt schon ziemliche Diskussionen gegeben, wo man welche Bettenzahlen reduzieren. Das hat sich jetzt durch Covid auch wieder aufgelöst, weil jetzt sozusagen genau die auch wieder sehr glücklich sind, dass wir jetzt genug Gesundheitskapazitäten haben und im internationalen Vergleich sehen wir, wir kommen deshalb ganz gut durch die Krise, Gesundheitskrise jetzt, weil wir einfach das Gesundheitssystem nicht wie in Italien, Spanien, in England, in Amerika kaputt gespart und zertrümmert haben. Und die größten Krisen gibt es genau dort, wo das schlechteste öffentliche Gesundheitssystem ist. Also das heißt, man kann schon in jeder Frage von Politik nachdenken, was sozusagen linke Politik ist. Und es ist auch wichtig, dass man sagt, man bekennt sich auch dazu. Es wäre zu einfach, dass man nur darüber nachdenkt, was ist populär, weil das ist dann ganz knapp populistisch, und was, weil dann ist man austauschbar. Also wenn man dann sozusagen, jede Partei ist dann auch ganz schnell weg. Das haben wir gesehen beispielsweise in Italien. Da gibt es jetzt eine politische Landschaft, die man überhaupt nicht mehr verstehen kann. Also dafür haben sie auch das Problem, dass sie nie zu einer irgendwelchen sinnvollen Regierung kommen, weil es einfach überhaupt keine klaren politischen Linien mehr gibt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir tatsächlich in Österreich noch in einer etwas anderen Situation und insbesondere auch in Wien. Weil also hier versucht man tatsächlich noch als Wiener SPÖ durch sowas wie wirklich sozialdemokratische, sozialistische linke Politik zu machen und schaffen es auch tatsächlich noch in der Gesamtheit unserer Partei, aber insbesondere auch durch unseren Parteivorsitzenden und Bürgermeister, hier doch eine große Mehrheit noch ansprechen zu können, weil dass wir sozusagen seit Jahren und Jahrzehnten deutlich immer über die 40% sind oder an den 40% sind, ist sozusagen international auch was
Außergewöhnliches. Und so gesehen, glaube ich, ist es auch gut, dass viele Menschen auch in der Wiener SPÖ noch aktiv sind, die sich als Hindl-Schüler sehen, die also da doch gewisses Bildungsinhalte mitgenommen haben, und die, die ihn nicht mehr persönlich erleben könnten, leben in der Tradition von ihm. Und so gesehen, glaube ich, können wir hier doch durchaus feststellen, dass wir noch immer, auch wenn die Probleme und die Analysen heute ganz anders sind als zu Hindls Zeiten, aber doch in seinem Sinne versuchen, politische Schlüsse zu ziehen, um dann versuchen, richtige Politik machen zu können. Ja, mir scheint, wir könnten da jetzt noch länger weiter diskutieren. Es kommen immer wieder neue Themen auf. Und die letzten 1,5 Stunden haben gezeigt, was zu Beginn gesagt wurde. Die Arbeiten, die Gedanken, das, was Josef Hindels gesagt hat, lebt bis heute weiter und prägt uns alle und regt eben auch zum Austausch an, den wir heute wirklich ganz toll hier geführt haben. Ein herzliches Dankeschön an Ernst Woller, Manfred Matzka, Marina Hanke und Peter Belinka. Ich wünsche allen Zusehenden vor den Schirmen einen schönen Abend, sei es auf Twitch, sei es auf Facebook, sei es auf YouTube. Wir sehen uns spätestens in einem Jahr wieder zum nächsten Josef-Hindels-Symposium. Inzwischen sei die Lektüre empfohlen, die mehrfach auch schon genannt wurde, von und über Josef Hindels. Und sage im Namen der Wiener Bildungsakademie einen wunderschönen Abend und auf Wiederschauen. Aus der langen Reihe unserer Märtyrer lediglich 2 Namen nennen. Robert Danneberg und Käthe Leichter. Was wäre es für Gewinn für die ganze Partei gewesen, wenn diese Persönlichkeiten nicht von den Nazis ermordet worden wären und wenn sie zumindest noch einige Jahre mit uns gearbeitet und mit uns gedacht hätten. Das ist also das Erste, was ich sagen möchte, und es ist mir ein inneres Bedürfnis, immer wieder an die Opfer des Faschismus, die die Befreiung nicht erlebt haben, zu erinnern. Wenn mich einer fragt, wie kann man das Vermächtnis der Menschen, die vor 50 Jahren ihr Leben geopfert haben für die Freiheit, wie kann man dieses Vermächtnis heute erfüllen, so lautet meine Antwort, indem man jeder faschistischen Regung mit aller Schärfe und Energie entgegentritt, wobei wir ja heute einen kolossalen Vorteil haben, verglichen mit der Zwischenkriegszeit. Wir haben eine eindeutig antifaschistische Verfassung und wir haben einen Staatsvertrag, der im Artikel 9 Österreich verpflichtet, auf seinem Boden faschistische Umtriebe nicht zuzulassen. Als viele aus den Konzentrationslagern zurückkamen, unter ihnen unsere Genossin Rosa Jochmann, da haben wir gemeint, jetzt wissen die Menschen, was Faschismus bedeutet. Und heute, 40 Jahre später, erleben wir es, dass vor den Schulen neonazistische Publikationen verbreitet werden, vor allem die berüchtigte Zeitschrift Halt, wo den Schülern gesagt wird, die KZler waren alle Verbrecher, es hat niemals
in den Konzentrationslagern Vergasungen gegeben. Der Staatsvertrag ist ein Schanddokument. Das sind nur einige Beispiele, dass so etwas 40 Jahre nach der Befreiung möglich ist. Das ist eine unauslöschliche Schande für Österreich.